Hallo, ihr Sonnenköppe, der Dessau-Sträuber ist wieder unterwegs. Heute beginne ich meine kleine Tour am Leipziger Torhaus. Es wurden 1826 zwei dieser beiden tempelartigen Gebäude nach Plänen von Carlo Ignazio Pozzi gebaut. Hier wurden die Wegesteuern für Dessau erhoben. Jetzt steht nur noch das westliche Torhaus, weil das östliche Torhaus 1889, als die Steuern sowieso anders erhoben wurden, für den Platz einer Nagelfabrik gebraucht wurde. Später war dort Modell- und Formbau, heute ist dort die Wagner-Passage. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es im Torhaus eine kleine Tischlerei, ein Kurzwarengeschäft und auch mal ein Postamt. Anfang der 90er Jahre, zunächst vom Kulturbund benutzt und dann privat veräußert. Das Leipziger Torhaus als denkmalgeschütztes Gebäude soll laut Konzept 2021 zum soziokulturellen Zentrum weiterentwickelt werden. Die Wagner-Passage heißt wahrscheinlich Wagner-Passage in Erinnerung an Richard und Cosima Wagner, die hier 1872 im Rahmen einer Reise durch Deutschland in Dessau gewesen sind. Und sie suchten die Hilfe und Unterstützung für die Idee der Bayreuther Festspiele. Richard Wagners Frau Cosima inszenierte zum Beispiel auch 1894 in Dessau die Erstaufführung von Humperdings, Hänsel und Gretel. Einige Meter weiter kommen wir zum Rondell. Ich habe mich immer gefragt, warum dieser Platz am Rondell heißt. Nach einigen Recherchen fand ich heraus, dass hier einmal ein kreisrunder Park angelegt war und die Straße lief um diesen Park herum. Den Park hat Fürst Leopold III. Friedrich Franz 1781 mit diesen für damalige Zeit besonderen Platanenbäumen bepflanzen lassen. Und wenn man jetzt genau hinsieht, dann sieht man auch, dass die Platanen heute noch in dieser Kreisform stehen. Später, nämlich 1886, bekam der Platz sogar noch einen Springbrunnen in der Mitte. Im Oktober 1925 wurde allerdings die Straße begradigt und der Springbrunnen musste abgerissen werden. Bis 1928 wurden dann erst die beiden Torhäuschen dazugebaut. Die riesigen Platanen sind eine dendrologische Seltenheit mit ihrem Alter von mehr als 240 Jahren. Gehen wir hier die Franzstraße weiter runter, dann kommen wir zum Dessau Center. Die Brüder Josef und Heinrich Seiler eröffneten in der Zerbsterstraße 57 einen kleinen Tuchladen, aus dem Ende 1880er Jahre ein erfolgreiches Versandhaus hervorgeht. 1903 erfolgte der Bau eines fünfgeschossigen Geschäftshauses in der Franzstraße. Später wurde es Konsumentenwarenhaus und nach der Wende wurde es Hortenkaufhaus und schließt im September 1995 seine Tore. 2007 wurde es komplett abgerissen und dann als Dessau Center wieder aufgebaut. Diese Museumskreuzung ist das anerkannte Zentrum Dessaus. Das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte wurde in dem 1750 errichteten Leopold-Dank-Stift untergebracht. Zuvor hatte das Gebäude die Anhaltische Kunsthalle beherbergt.
Wie man sieht, wurde hier vor der Eröffnung des Boris Museums 2019 noch die gesamte Kavalierstraße neu gestaltet. Leider hat das allseits beliebte McDonald's geschlossen. Es ist noch nicht raus, was jetzt hier reinkommt. Das Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus wurde für den Neubau des Bauhausmuseums um 50 Meter hierher versetzt. Ihm gegenüber das alte Theater. Vom historischen Eingang des 1798 von Erdmannsdorff errichteten herzoglichen Hoftheaters zur Kavalierstraße mit den charakteristischen korinthischen Säulen ist heute nichts mehr zu sehen. Hier leuchtete erstmals 1886 elektrisches Licht zur Eröffnung der neuen Spielzeit. Gespeist wurden diese elektrischen Glühbirnen durch ein kleines Elektrizitätswerk in der Wallstraße, als zweites in ganz Deutschland. Der Großbrand von 1922, der bei der Probe ausgebrochen ist, kostete der Sängerin Lilli Herking das Leben. Nach ihr ist der heutige Platz Lilli Herking Platz benannt. Danach entstanden bis Jahresende 1927 ein Konzert- und Kammerspielsaal mit 340 Plätzen im sogenannten Konzertcafé Altes Theater. Aber durch die alliierten Luftangriffe im März 1945 wurde hier natürlich alles zerstört. An dessen Stelle entstand ein Wohn- und Geschäftshaus. Mitte der 1990er Jahre wurde dann der Theaterbau entkernt. Und im Oktober 2008 wurde das Kulturzentrum Altes Theater mit Kaffee-Restaurant, Studiobühne und einem Saal des Puppentheaters Dessau mit Premieren des Puppentheaterensembles und des Schauspiels offiziell für den regelmäßigen Betrieb wieder eröffnet. Hier sehen wir den Springbrunnen im Stadtpark, das Stadtgespräch, so heißt dieser Springbrunnen, und dahinter das neue Bauhausmuseum. Und hier kommen wir am Teehäuschen vorbei. Eine griechische Gaststätte und Eiscafé. Wir halten uns links und finden hier das Wilhelm Müller Denkmal. Der deutsche Dessauer Dichter Johann Ludwig Wilhelm Müller, der 1794 bis 1827, nur 32 Jahre lebte, war hier in Dessau Gymnasiallehrer der Geschichte und der lateinischen griechischen Sprache. Aus seiner Feder kam am Brunnen vor dem Tore und das Wandern ist des Müllers Lust. Und mit diesen schönen Bildern möchte ich mich aber auch für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns wieder demnächst auf diesem Kanal. Tschüss, euer Dessau Strömer.